Hallo, da bin ich wieder an meinem Schreibtisch. Nicht wundern, ich bin noch total in Eras Tour Fieber, wie ihr wahrscheinlich hier seht. Also ich war gestern noch auf dem Konzert und bin noch total euphorisch und total in dieser Bubble drin und dachte mir, ich nutze jetzt meine gute Laune und Euphorie, um einfach euch ein bisschen von einem kleinen Update zu erzählen, was mein Planersystem oder beziehungsweise mein Planer-Struggle angeht. Ich hatte, glaube ich, in eines der letzten Videos mal kurz erwähnt, dass ich aktuell ein bisschen mit meinem Alltagsplaner struggle, also mit meinem Filofax Pocket. Die Einlagen, die ich mir sonst immer gedruckt habe, die funktionieren nicht mehr so wirklich für mich. Ich komme auch nicht dazu, Einlagen zu drucken. Das System mit den Ringen stört mich unterwegs. Also es ist alles ein bisschen schwierig geworden mit diesem kleinen Freund hier. Ich brauche den ja wirklich, um meine Termine zu planen, einzutragen, meine Alltags-To-Dos zu strukturieren und so Sachen reinzuschreiben, die ich nicht vergessen darf. Also wirklich so meine Alltagsorganisation ist in diesem Stück eingetragen. Und nicht nur für mich, sondern für die ganze Familie eigentlich. Also es ist halt auch unter anderem dann ein Mom-Planer, würde ich sagen. Und das mache ich wirklich regelmäßig, abgesehen von den ganzen Filofax-Wochendekos. Es ist eher so das Herzstück meines Planersystems, würde ich sagen. So, und dieser Plan hat einfach nicht mehr so gut funktioniert und deswegen hatte ich mich jetzt so ein bisschen auch mal umgeschaut und ich habe auch eure Kommentare und eure Empfehlungen gelesen und geguckt, ob das für mich funktionieren könnte. Und ich bin letzten Endes zu einer Sache gekommen, die ich euch jetzt gerne kurz zeigen möchte und mit euch gemeinsam auspacken möchte, denn ich habe jetzt auch ziemlich lange darauf gewartet und es ist jetzt noch das letzte Stück eingetroffen. Genau, also es ist zum einen hier dieser Moleskine-Planer, der 2024 bis 2025 geht, also genau Mitte des Jahres, was perfekt für mich ist, weil da fing ja so mein Struggle an. Und ich zeige euch auch mal kurz eine Innenseite, die jetzt noch nicht beschriftet ist. Die sieht so aus. Also bisher, ich habe jetzt 2 Wochen, glaube ich, damit gearbeitet. Das hat sehr gut funktioniert. Aber mir fehlte natürlich noch was drumherum und das hatte ich eigentlich auch schon vor Wochen bestellt. Das ist jetzt allerdings gerade eingetroffen, beziehungsweise gestern, glaube ich. Aber weil ich gestern auch auf dem Konzert war, dachte ich mir, packe ich es jetzt einfach heute mit euch aus. So, und wir schauen einfach mal rein und gucken mal, wie das Ganze am Ende aussieht und wie die Qualität ist, weil ich weiß selber noch gar nicht, was mich jetzt erwartet. So, ich packe das jetzt mal eben kurz aus und dann komme ich wieder. So, also ich habe aus einem Etsy-Shop bestellt, der in der Ukraine sitzt. Ich kann euch den Link auf jeden Fall auch in die Infobox packen. Und dieser Shop hat für ganz viele Kalender so handverarbeitete Taschen und ich habe mir dann halt für meinen Moleskine eine ausgewählt und auch die Farbe selber ausgewählt. So, jetzt kam ein Anruf rein, weswegen ich kurz stoppen musste. Also, man hätte sogar kostenlos hier noch seinen Namen oder seine Initialen gravieren lassen können. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber die Aufteilung ist immer identisch gewesen. Also in der Vorauswahl, man konnte halt. Aber es gab auch andere Artikel. Also ich habe jetzt nur ein spezifisches ausgewählt und dann halt die Größe meines Planers quasi angegeben. Und hier ist noch eine Schlaufe für den Stift. Das war mir wichtig. Genau, es fühlt sich auf jeden Fall erstmal sehr hochwertig und angenehm an. Es riecht auf jeden Fall auch richtig krass nach Leder. Genau, und jetzt wollte ich mal schauen, wie das Ganze aussieht, wenn wir das hier reinpacken. Oh, okay. Wahrscheinlich. Ja, ich habe hier noch was drin, das sollte ich mir vielleicht wieder wegpacken. Oh, da ist auch noch meine Adresse. Machen das mal so. So.
Ich hoffe, das geht jetzt. Ansonsten mache ich es kurz ohne Kamera. Moment. So, also das ging jetzt etwas schwieriger als gedacht und ich glaube, es sitzt auch noch nicht so wirklich richtig drin. Irgendwie, keine Ahnung, habe ich wahrscheinlich das Ganze ein bisschen zu weit auf der Rückseite reingesteckt, sodass es nicht ganz mittig sitzt und hier knickt das auch so komisch ab. Also, ja, also ich bin in solchen Sachen aber leider auch nicht so. Ich habe jetzt nicht das beste Händchen, sagen wir mal so. Ja, okay. Also, mal abgesehen von dem Knick hier, irgendwie gefällt mir das noch nicht. Ich muss noch mal schauen, ob ich das nicht vielleicht anders. So, ich habe es jetzt richtig drin, wie man hier erkennen kann. War jetzt eine schwere Geburt, ehrlicherweise, aber gut. Also, genau, ich würde jetzt noch hier gerne einen Stift reinstecken. Ich bin mal gespannt, ob der Friction hier reinpasst. Natürlich tut er das nicht. Beziehungsweise mit sehr viel Mühe und Not. Das ist für unterwegs leider nicht so gut. Aber ich habe hier noch so einen radierbaren, den ich mal von einer lieben Planerfreundin bekommen habe. Und der, ja, der ist auch, passt perfekt. Ja. So, der ist auch von der Höhe her sehr gut. Ja. Und schön dünn. Ja, perfekt. Also, so habe ich mir das auch ehrlicherweise vorgestellt. Und ich bin mal gespannt, wie es sich dann im Alltag wirklich nutzen lässt jetzt mit der Hülle. Also ich habe, wie gesagt, den Moleskine ja schon jetzt in Benutzung gehabt. Was mich jetzt gerade so ein bisschen hier stört, man kann es leider nur fühlen, ist das Gummi von dem Moleskine. Vielleicht schneide ich das ab, weil man spürt das hier durch. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier später irgendwelche Druckstellen erzeugt. Ja, aber sonst gefällt mir das echt ganz gut. Also für unterwegs kann ich mir das ehrlicherweise sehr gut vorstellen. Aber ich werde euch auf jeden Fall updaten. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, was die Hülle gekostet hat, aber es war auf jeden Fall sehr budgetfreundlich. Also ich wollte halt auch absichtlich etwas haben, was nicht übelst teuer ist. Also ja, es gab ja auch Vorschläge in Richtung Hobonichi etc., aber das hätte einfach wieder viel, viel mehr gekostet und wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, ich bin mit Hobonichi nie so wirklich warm geworden und also ich habe bis auf den Weeks eigentlich, ja, bin ich damit einfach nicht warm geworden und selbst den Weeks nutze ich nicht mehr seit ein paar Jahren. Also von daher wollte ich da jetzt nicht so viel Geld investieren und für unterwegs reicht mir das alle Male. Also es war auf jeden Fall preistechnisch völlig in Ordnung. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze dann im Alltag in der Praxis aussehen wird. Also ich werde euch auf jeden Fall updaten. Ja, und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch mal eine Inspiration, falls mal jemand struggelt. Weil das war für mich jetzt tatsächlich irgendwie ganz neu. Sonst war ich nie im Planer-Struggle. Aber ja. So, das war's. Und ich sage hiermit erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.